Hey Freunde, hallo, herzlich willkommen zurück zu The Dark Side Detective, A Fumble in the Dark, hier auf meinem Kanal. Ja, in der letzten Folge haben wir mit unserem Butler geredet. Haben Sie, Schatten, einen Wunsch? Auf Wiedersehen, sag ich nur. Auf Wiedersehen, Mon Dieu. Ja, wir müssen ins Gewächshaus. Wir haben auch den Gewächshausschlüssel. Ein Schlüssel für ein Gewächshaus. Dieses Haus ist wirklich einfach aus dem Boden gewachsen. Nein. Damit sollten wir reinkommen. Zwergenhand. Oh, 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 Hanrahan. Was mit dir, Dathan? Oder ich rücke dir deine Teufelsnase zurecht. Hi. Amerikaner? Also noch schlimmer als der Teufel? Nein, sind wir nicht. Warum wirst du Zwergenhand genannt? Wegen meiner kleinen Hände. Auch wenn sie genauso groß aussehen wie deine. Aber ich trage große Handschuhe. Zumindest für mich sind es große Handschuhe. Für dich wären es einfach nur Handschuhe. Das ist nur ein Beispiel, wie winzig die Hände Perspektive auf die Welt verändern. Was ist mit der Sonne passiert? Genau das wollen wir herausfinden. Dann kann ich euch vielleicht einen Tipp geben. Wirklich? Das wäre wunderbar. Normalerweise ist sie zu diesem Zeit oben am Himmel. Wenn ich was verliere, sehe ich immer zuerst dort nach, wo ich es zuletzt gesehen habe. Wir sollten also am Himmel nachsehen? Genau, ich habe draußen eine Leiter, falls ihr noch wollt. Ich schreibe das alles auf, Detective. Könnte Sinn ergeben, ne? Blumen. Mit diesen Blumen habe ich mal eine Horde Zombies in die Flucht geschlagen und glaub mir... Plants vs. Zombies, ja? Kommt die Gießkanne bei all dem Regen oft zum Einsatz? Nein, ich nutze sie meistens als Fußbad oder Toilette, wenn es zu stark regnet, um ins Haus zu gehen. Nach Möglichkeit nicht beides am selben Tag. Ist der lebendig? Gut zu wissen. Moment mal. Schöne Blumen, was pflanzen Sie hier sonst noch an? Ach, hier wächst alles Mögliche, Essbares, Brennbares, Strafbares. Wirklich? Was ist mit Ents? Oh ja, einer davon macht hier gerade irgendwo sein Nickerchen. Chuck, die Pflanze? Natürlich, das hier ist schließlich kein Kindergarten. Aber doch bestimmt kein Spaghettibaum. Oh, man kann sich hier vor lauter Spaghettibäumen kaum bewegen, alles ist mit Tomatensauce vollgekleckert. Vorsicht, das ist Stinkfuß. Ich kenne keine Wurzel mit einem übleren Geruch. Und ich kenne sie alle. Ich habe gehört, dass ihr Amerikaner Souvenirs mögt. Warum nehmt ihr nicht was davon mit nach Hause? Und wenn ich nach Hause sage, meine ich bis zur Zollstelle. Danke. Aber halt es bloß von deiner Flamme fern, sonst stinkerst du die ganze Gegend voll. Ah ja, stinkende Kräuter. Das stinkt. Ich habe in meinem Leben noch nie etwas Schlimmeres gerochen. Ich bin zwar nur ein stinknormaler Streifenpolizist, und kein stinkend feiner Detektiv, aber mein Instinkt sagt mir, dass du eine stinkende Pflanze noch stinkender gemacht hast. Brennende Kräuter. Ich muss mich korrigieren. Das hier stinkt am allerschlimmsten. Da zieht ein ganz schöner Nebel auf. Die Sonne scheint aus zu sein. Wo ist sie? Nicht gut für die Pflanzen, so ganz ohne Sonnenlicht. Natürlich nicht. Sie brauchen gewisse Dinge, verstehst du? Zum Überleben. Ich verstehe. Pflanzen haben dieselben drei Grundbedürfnisse wie Menschen. Tatsächlich? Sonne, Wasser und jede Menge Reggae. Okay. Reggae, 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 Reggae. Ich bin zwar auf der Grüninsel, aber nicht in der Grünen. So, wo ist die Leiter? Die Apfelbäume. Ich sehe aber keine Leiter. Hab die Herrschaft dein Wunsch. Wir kommen nicht zurück. Kohlenbucke, da muss auch irgendwas noch zu tun haben, oder? Ihr Hund.
testen trotzdem mal durch. Ha. Ohne Sonne wird es ziemlich dunkel, was? Gerüchten zufolge wurde von diesem Grashügel ein gewisser Präsident erschossen. Achso. Ohne meine Stiefel fühle ich mich nackt. Ich hätte etwas im Tausch dafür verlangen sollen. Ja. Was ist los, mein Junge? Ist der Teufel gekommen, um uns heimzusuchen? Nee, ist er nicht. Soll doch hier eine. Der hat doch aber gesagt. Aber warte mal. Oh. Aha, ich habe draußen eine Leiter, falls ihr nach oben wollt. Ja, wo ist die Leiter? Draußen. So, Kohlenbunker. Denn das ist die Möglichkeit. Oh, der DAX ist das Familienwahrzeichen, Sir. So, wir müssen also wahrscheinlich nochmal mit dem Erzdroiden quatschen. Was kann ich für euch tun, was deinen Stock angeht? Das ist kein Stock, junger Mann. Das ist ein uralter und überaus bedeutsamer Schilling, der seit Jahren vom Familienoberhaupt getragen wird. Nun, er. Als Zeichen von Weisheit, Pflichtbewusstsein und Rechtschaffenheit wurde er nur an jene weitergereicht, die sich viele Male würdig erwiesen haben. Also, Legenden zufolge stammt dieser Schilling aus der Zeit, als die alten Götter an der irischen Küste landeten. Ich. Manche sagen sogar, er sei ein Splitter des Nordmoor von Dokda, ein für euch amerikanischen Jungspund. Dokda ist ein mächtiger Gott und der Nordmoor ist eine magische Kriegswaffe. Also, was ist damit? Oh je, es tut mir wirklich leid, aber ich habe ihn in Brand gesteckt. Ach, schon gut, ich habe jede Menge davon als Ersatz. Ersatz? Denkst du wirklich, du wärst der Erste, der einen uralten und mächtigen Stab angezündet hat? Und jetzt geht und klärt dieses Mysterium auf, für den Sonnenstein gibt es nämlich keinen Ersatz. Kleiner, warte mal. Ich sehe hier auch keine Leiter irgendwie. Und der Kohlenkeller macht mich immer noch ein bisschen stutzig.
Das macht irgendwie keinen Sinn. Warte mal. Wir haben hier den Druiden, den Hund. Irgendwas übersehe ich doch. Ich sehe gerade, man hätte dem Hund auch die Äpfel geben können, hätte man noch ein Achievement bekommen. Ich guck mal gerade durch halt online, ob ich nicht doch irgendwie... ...was hätte kriegen können. Bin stark, wir haben das Feuer gemacht. Warte mal, hier gibt's doch noch was? Na klar, das Bodenthermometer. Ein Bodenthermometer? Aber hallo! Die Erde darf schließlich nicht zu warm oder zu kalt sein. Es ist nicht gut, wenn die Erde friert. Und wenn sie Fieber hat, schwitzt sie mir alles voll. Faszinierend. Nimm es ruhig mit, wenn es dir gar so gut gefällt. Wirklich? Danke. Das habe ich echt komplett übersehen, das Bodenthermometer. Damit kann ich doch bestimmt zur Eisgrube gehen und das dann... ja. So. Das Thermometer befindet sich auf einem großen Kopf, aber der Hals ist lang und dünn. Okay, direkt da, dann ein Eishaus. Damit müsste ich das Schloss knacken können. Natürlich. Mal sehen, was wir darin finden. Komische O's, okay, Fässer. In diesen Fässern wurde wohl das Eis aufbewahrt. Jemand muss es gestohlen haben. Jetzt ist nämlich nur noch Wasser drin. Was für eine abgefahrene Männerhöhle. Ich glaube nicht, dass man das hier eine Männerhöhle nennen würde. Warum nicht? Es ist eine Höhle und wir sind Männer. Sprache ist nicht so kompliziert, Detective. Sonst hätte ich mir gar nicht die Mühe gemacht, sie zu lernen. Das ist dreimal der Buchstabe O mit einem Apostroph dahinter. Wie merkwürdig. Drei Kreise mit Apostroph. Sehr kryptisch. Wem können wir die jetzt geben? Das könnte das Gruseligste sein, was wir jemals gesehen haben. Zumindest ist es locker in den Top 5. Sollte es das der Erzdruiden zeigen. Ups, sie ist ganz verrückt nach Buchstaben. Okay. Was ist das? Das kann nicht sein. Diese O's, diese Apostrophen. Während wir abgelenkt waren, müssen sich das Dulis verkleidete Odulis hereingeschlichen und den Sonnenstein entwendet haben. Diese Unholde. Was für Lumpen. Lumpack, schuriken sie das allesamt.
die reinsten Scheusale. Das sind schlechte Menschen, versteht ihr? Wenn sie in den Sache verwickelt sind, haben wir ein Problem. Ihr müsst sie schnappen, hört ihr? Ich werde in den Wind pfeifen, damit der Butler weiß, dass er euch ins Haus lassen soll. Was hat denn mit den Ululis auf sich? Ach, ein vermaledeites Gesindel ist das. Ein Zweig der Familie, der sich in den O-Kriegen gegen uns gewendet hat. O-Kriege? Das war eine dunkle Zeit für Irland. Dooley gegen O'Dooley. Murphy gegen O'Murphy. Riley gegen O'Reilly. Und so weiter. Ich werde kein Wort mehr über diese Zeit verlieren, bis wir alle gezwungen sind, die traurigen Lieder zu singen. Es reicht, wenn ihr wisst, dass wir uns seitdem der Krieg gegen die O'Dooleys, gegen die O'Dooleys befinden. Sie sehen es immer noch als ihre Familienpflicht an, den Sonnenstein zu beschützen, obwohl sie dieses Privileg an den Tag verloren haben, an dem sie mit wehenden O's und Apostrophen in den Krieg zogen. Sie müssen während der Zeremonie eingedrungen sein, um den Sonnenstein zu stehlen. So hinterhältig wird, wie nur ein O'Dooley sein kann. Ihr müsst sie schnappen, hört ihr? Fangt sie ein und holt den Sonnenstein zurück. Okay. Sla. Na dann. Haben die Herrschaften einen Wunsch? Haben irgendwelche O'Dooleys das Haus betreten? Wenn, dann haben sie es vor der Zeremonie getan, denn seitdem habe ich keine Menschenseele herein und herausgelassen. Keine Menschenseele. Habe ich einen O'Dooley hereingelassen? Nein, keine Menschenseele. Vielleicht ein Geist? Nein, keine Geisterseele. Niemanden. Was für ein Ort, Detective. Ein Ort, an dem sich drei Diebe aufhalten. Finden wir sie. Ah, dann finden wir die O'Dooleys. Hm? Kann man speichern? Wir haben auf jeden Fall einen Kronleuchter. Erinnerst du dich, als wir mit so einem Kronleuchter aus Versehen ein ganzes Haus niedergebrannt haben? Hahaha, die guten alten Zeiten. Psst, Dooley. Was nicht kaputt ist, kann es noch werden. Dieses Motto könnte von mir sein. Sie funktioniert nicht und von innen kommt ein seltsames Knirschen. Ein Porträt von Tammy Dooley, die angeblich ein Jahr und einen Tag lang jedes Wort einer Fee mit einem Warum quittierte, bis sie von dieser frustriert zurückgelassen wurde. Hinauf, hinunter. Ich würde nur sagen, wir gucken noch einmal im Erdgeschoss weiter. Ah, nee, halt. Ich bin froh, dass wir drin sind. Draußen war es kalt und meine Knie waren schon ganz zusammengeschrumpelt. Oh? Oh, oh, oh. Wir haben ein Altar mit Eis. Nee, klar, es ist das Banner. Das ist das zweitgrößte Banner, das ich je gesehen habe. Was ist das größte? Von hier müssen sie den Sonnenstein gestohlen haben. Das zerbrochene Glas stammt wahrscheinlich vom Diebstahl. Es könnte aber auch einen Notfall gegeben haben. Ich habe das Gefühl, dass dieses Haus gegen sämtliche Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien verstößt. Es sind nur Richtlinien, Detective. So etwas wie gut gemeinte Ratschläge. Sehe aber sonst nichts. Bei diesen Sicherheitsvorkehrungen hätte ich ihn auch stehlen können. Ein Esszimmer, Gesellschaftszimmer und ein Porträt. Schilde, Schilde, Schilde. Drei schicke Schilde. Ich könnte pro Hand höchstens einen davon tragen. Den dritten vielleicht im Mund. Detective, sprichst du es Vase oder Vase aus? Vase. Dann sind wir uns ja einig. Ein Bild der Sonne. Sie muss innen wohl irgendwie wichtig, ihnen wohl irgendwie wichtig sein. Sieh mal, Detective, sie haben sogar Schubladen, in denen sie Staub und Spinnweben aufbewahren. Siobhan, da spricht man Siobhan. Was für ein bedrohlicher Name. Hier steht, dass sie ein Schloss ausgeraubt hat und mit der Beute aufs Meer geflohen ist. Das erklärt die Augenklappe. Und die Taube auf ihrer Schulter, die sie rot und grün angemalt hat. Dieses Haus ist so groß, dass man sich auf dem Weg zwischen den Zimmern auf Bänken ausruhen muss. Ist die Frage, ne? So, gehen wir zuerst hin.
Aber Freunde, ich würde mal sagen, dadurch, dass wir jetzt im Schloss sind und nur noch die zwei Zimmer vor uns haben und dann hinauf oder hinunter gehen müssen hier im Schloss, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt The Dark Side Detective, A Fumble in the Dark. Von daher schaltet wieder ein. Ich sag noch ciao, ciao, lasst einen Daumen nach oben da, empfehlt mich gerne weiter. Und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder.